Der Michael, servus, grüß dich. Schön, dass das geklappt hat. Richard, sehr, also schön, dass du da bist. Danke. Um was mir eigentlich heute geht, das ist gar nicht so einfach, weil es ein Brückenschlag ist, eine Komplexität. Und jetzt schaust du mal da oben auf, da möchte ich dir was zeigen. Und das geht es im Wesentlichen, wenn du diesen Stahl siehst, wenn du den Beton siehst, dann kommen wir genau ins Thema. Es geht um Under Construction, es geht um Konstruktion, Konstruktivität, es geht um Vergänglichkeit und das ist einfach das Sinnbild für das, um was wir hier stehen. Ja, lieber Michael, ein ungewöhnlicher Ort, an dem wir uns heute treffen. Vielen Dank, dass du mein Gesprächsgast bist in den Diamaltwerken hier in Allach, einem denkmalgeschützten Industriegebäude. Schön, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. So. Dankeschön. Ganz meinerseits schön, vielen Dank. Danke für die Einladung, dass wir uns mal in der Wertegemeinschaft hier treffen dürfen, gemeinsam. Und das Ganze in eben so einer denkwürdigen Location. Ja. Ja. Also unsere erste Begegnung, als sie war, habe ich mir sofort gedacht, da ist ein Mensch mit Inhalten, mit Content, wie man heute im Neudeutschen sagt. Da ist jemand, der weiß, was er will, der auf beiden Beinen steht, der einen Hintergrund hat und vor allen Dingen, er ist werteorientiert und das ist, du wirst lachen, ein Fokus, den ich heute habe, wo ich durch die Welt gehe und schaue, wo sind denn diese Menschen? Und ganz besonders hat es mich gefreut, als dann unser Gespräch hier zustande kam und wir uns vorbereitet drauf haben. Und ja, als erstes würde mich eine Frage brennend interessieren: Wer ist Michael Griesbeck? Wo kommst du her? Wo bist du zu Hause? Was ist dein Lebensmittelpunkt? Du, das ist eine spannende Frage, weil das gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich bin ein Ur-Münchner, also ja. Ich gehöre hierher, 1:1. Seit 1896 gibt es unsere Familie hier in München. Aber das Ganze ist noch wesentlich weitreichender. Es sind so viele Positionen, die mich definieren. Ich habe zum Beispiel ganz große Naturaffinität, lebe seitdem ich 3 Jahre alt bin in Murnau und pendle seitdem hin und her. Mhm. Ich habe also verschiedenste Werte in mir, wenn es um diese Werte geht. Es geht um den Respekt, die Disziplin, die Wertewelt der Stadt, mhm. aber eben auch der Natur. Ja. Ich mache also konsequent einen Brückenschlag. Ja. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Teil, den du ansprichst, das ist diese Naturverbundenheit. Das ist also draußen zu wissen, was es bedeutet, wenn ein Gewitter aufzirkt und wenn sich die Verhältnisse verändern. Das Nächste, was mich brennend interessiert, weil wir sitzen ja hier auch deshalb, weil du einen Beruf hast, weil du Künstler auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig beruflich ja engagiert bist in einem Immobilienentwickler hier, einem Projektentwickler, der in München auch sitzt, eine familiengeführte Firma, Unternehmen, muss man sagen. Es ist nicht eine kleine Firma, sondern es ist ein großes Unternehmen. Da hast du eine verantwortliche Position, bist auch Prokurist einer der Töchter davon. Das Diamaltwerk hier in Allach, eine Historie bringt es mit. 1903 erbaut, vollendet. Was hat das jetzt mit deiner Tätigkeit zu tun? Was macht ihr hier? Was machst du hier? Das ist spannend. Also Hintergrund ist, ich bin seit knapp 20 Jahren der Assistent, mittlerweile technische Leiter der Optima Egidius Firmengruppe. Mhm. Ja, uns gibt es seit ca. 50 Jahren und ich habe das Glück, dass ich einfach meine Leidenschaft habe realisieren dürfen im Bautechnischen. Ich habe zwar ursprünglich Wirtschaft studiert, bin ein Bankkaufmann, konnte also dann über das Controlling reinfinden, habe aber genauso als kreativ
für Ansätze in mir und liebe Architektur und Konstruktion. Mhm. Ja, das ist gestalterische ist es. Das ist also eine Leidenschaft für die Gestaltung, für das Design, für das Schöne, eigentlich für die Ästhetik. Und ich habe zudem das Glück, dass nicht nur meine Vorstände mich in meinem Handeln sehr akzeptieren und sogar unterstützen sehr stark, sondern dass sie selbst mit einer unglaublichen Leidenschaft dabei sind. Ja. Wenn ich genau da einhaken darf, denn Leidenschaft, wofür habe ich Leidenschaft? Geht es da auch im weitesten Sinne um Werte? Geht es darum, dass ich heute als Immobilienentwickler nicht irgendwelche Bauten hochziehe und wo es nur um den Profit geht? Was habt ihr denn für einen Ansatz im Unternehmen? Das, was du mir erzählt hast, das klingt ja enorm und phänomenal. Also dazu kann ich eigentlich nur sagen, mach die Augen auf, schau es dir an, genieße, was du siehst und stell dir vor, dass wir sowas realisieren. Das ist eine der letzten Locations, letzten, ich nenne es immer das Hogwarts Münchens. Mhm. Und das ist unglaubliches Herzblut, was hier rein investiert wird. Das hat mit dem, dass man mal schnell einen Bau, eine Kapitalisierung von Bauleistung generiert, nichts mehr zu tun. Okay. Hier lässt man sich nahezu auf Leidenschaftsrisiko ein. Okay. Du weißt nicht, was es alles bedeutet, sowas zu realisieren, als Projekt zu erarbeiten. Das wird uns 2-3 Jahre mindestens jetzt begleiten. Ja. Wir haben insbesondere in den Zeiten nahezu kaum eine Perspektive, wie eine Vermietung sich darstellen lässt. Mhm. Und trotzdem werden wir das mit Herzblut wieder in den revitalisieren, wie es heutzutage so schön heißt, wenn wir bei dem Thema sind. Also, genau. Wovon du sprichst, das ist Herzblut, das ist, wir werden realisieren, wir wollen auch die Dinge anders machen, wir wollen Fußstapfen hinterlassen hier in der Immobilienszene allgemein. Ihr seid ja ein weltumspannendes Unternehmen oder habt Projekte weltumspannend schon realisiert. Aber jetzt sag mir doch bitte mal, damit gehe ich ja schon einen Schritt weiter jetzt. Du bist auf der einen Seite technischer Leiter dieses Unternehmens, aber gleichzeitig hast du und verbrauchst Herzblut, du steckst deine Energie auch mit da rein. Das ist dein künstlerischer Ansatz. Heißt es für dich, dass ich in so einem Gebäude nochmal ganz andere Kreativität entwickeln kann, dass ich reinstecken kann? Wir sind im Vorspann zum Beispiel, unsere Zuseher werden es sehen, vor einem Loch gestanden hier im Gebäude, und da geht es jetzt eigentlich um das Hauptthema, warum wir hier auch sind und was du hier auch weiter verwirklichst. Das ist das Thema Under Construction, und das hat ja eine ganz große Bedeutung für dich jetzt in Verbindung mit der baulichen Substanz. Bitte, was hat das in dir ausgelöst? Das Thema Under Construction ist eigentlich meine Malerei. Und meine Malerei ist eine Ausdrucksform, eine Art nach außen bringen dieser ganzen chaotischen Strömungen, die letztendlich aber trotzdem zu einem harmonischen Bauwerk führen. Mhm. Wenn wir uns anschauen, wie heutzutage gebaut wird, wenn was schnell geht, also das gehört, ist Bestandteil des Under Constructions, Action Painting, dann wird schnell betoniert, es wird mit Baustahl gearbeitet. Aha. Und gleichzeitig weißt du von Haus aus, all diese Dinge sind vergänglich. Mhm. Also das ist im Grunde, es ist ein Wechselspiel aus Emotionen, aus verschiedenen Marktpartnern, beginnt beim Notar und bei der finanzierenden Bank, bis hin zum Stau, wo du auf die Baustelle fährst und der Laster wieder im Weg ist oder du keinen Strom hast und die Telekom wieder keine Leitung findet. All das ist Elemente des Under Constructions, bis zum Schluss ein Konstrukt entsteht, das funktioniert und vom Menschen angenommen wird und mit einem eigentlichen Ziel des sich Wohlfühlens. Mhm. Haben wir ein bisschen den Pfad verloren. Ja, wir driften da ein bisschen in der Gesellschaft auseinander und wir haben so ein bisschen mehr einen Immobilienwahn, der sehr stark kapitalgesteuert ist mittlerweile. Okay. Das sind alles Themen, die ich versuche umzusetzen, die ich einfach lebe aufgrund meiner Bautätigkeit. Ja, das ist einfach mein Leben. Ja. Und gleichzeitig versuche ich mich ja wieder als Ventil mitzuteilen und das wieder auszudrücken. Mhm. Und aus dem heraus entstand Under Construction. Ja. Also der Spannungsbogen, jetzt ist es mir klar, du hast mir ein Faust-Zitat genannt und ich habe mir dann gedacht, okay, wieso spricht er von Vergänglichkeit, wenn er ja eigentlich bei einem Immobilienentwickler ist, wo man ja für die nächsten 50, 100 Jahre baut. Also wo ist da dieser Spannungsbogen, der für dich so interessant erscheint? Aber wir können nichts festhalten.
Verstehst du? Okay. Wir können, egal was wir bauen, alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Wir können es nicht festhalten, wir können nur im Grunde eine Emotion. Es ist wert, dass es zugrunde geht. Ja, es ist so. Also du kannst es nicht für die Ewigkeit konservieren. Ich persönlich bin immer begeistert von den Tiberbrücken. Von wem? Tiberbrücken, 2000 Jahre alt, Steine aneinander und das Ding funktioniert. Genau. Ja, wir kriegen mittlerweile mit unserem Beton, wir sind ja mathematisch so weit, dass man sagt, der hat eine rechnerische Kalkulation von 80 bis 100 Jahren und so weiter. Das sind alles kapitalisierte mittlerweile Werte, die wir leben, im Grunde genommen in der Immobilienwelt. Aha. Das hatte ganz einen anderen. Früher hatte das einen Schutzauftrag, einen sozialen Auftrag. Also früher hat man gebaut, konstruiert mit einem sozialen Auftrag. Okay. Ein Dach über dem Kopf und der Schutz nach außen. Das hat sich gewandelt. Es ist mehr und mehr entglitten, würde ich sagen, in einen kapitalgetriebenen Auftrag. Ja, das sind einfach Strömungen, die aber jetzt im weiteren Sinne, momentan sieht man es ganz deutlich, unsere Gesellschaft auseinandertreiben. Es gibt nur den bösen Vermieter, sage ich mal, und es gibt nur den bösen Mieter. Nein, im Grunde ist es symbiotisch zu betrachten. Mhm. Der eine existiert nicht ohne den anderen. Mhm. Also wir haben uns da ein Stück weit verloren, finde ich. Und meine Kunst, die benutze ich und verwende sie dafür, ein Stück weit auch wieder zur Menschlichkeit zurückzufinden. Ja. Lass uns da, wenn wir über die Kunst sprechen, da gerne noch viel tiefer einsteigen, weil das ist genau das, was ich bei dir erlebe. Das ist deine ganzheitliche Sichtweise, aber gleichzeitig auch die von einem Künstler, der sagt, okay, wo genieße ich Freiheit in der Kunst? Ich kann mich verwirklichen und ich kann Themen und Dinge transportieren. Und das finde ich faszinierend. Ich glaube, dass wir einfach jetzt feststellen, es ist schön, dass wir dieses Gespräch führen. Ich freue mich auf das Weitere dieses Gesprächs. Ich finde es unglaublich toll. Wir haben ein Glas Wein vor uns stehen. Lass uns gerne auch in Zeiten von Corona gemeinsam darauf anstoßen, dass dann gleich weitergeht. Denn jetzt wird es wirklich spannend. Jetzt war es schon spannend, jetzt wird es noch spannender. So wollte ich es eigentlich ausdrücken. Jetzt versuchen wir mal, die Besonderheit einer Location zu transportieren. Ja. Jetzt geben wir dem Ganzen ein Stück Seele. Ja. Jetzt machen wir es nicht nur aus der Technikersicht oder aus der bekannten Welt der Baukonstruktion und das Immobilienbusiness. Jetzt tauchen wir einfach mal ab und gönnen uns einen kleinen Ausflug. Ja. So machen wir das. Okay.